Hallo und herzlich willkommen hier bei Claudias Cosmic Card News. Mein Name ist Claudia zu einer neuen Wochenbotschaft. Ja, die Wochenbotschaft vom Montag, den 20. Juni, den 20.06.2023 bis Sonntag, den 26.06.2023. Ja, die Karten, die ich benutzen werde, liegen hier schon auf dem Tisch. Alle Kartendecks, die ich sowieso benutzen werde, habe ich unten in der Videobeschreibung aufgelistet, falls sich das interessiert. Und ja, wie immer bin ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, was sich so zeigen wird, welche Karten so rauskommen. Ja, nur mal so kleiner Ausflugstipp am Rande. Hier in Lüneburg ist an diesem Wochenende Stadtfest. Also falls du in der Nähe sein solltest und sowas magst, ja, komm gerne vorbei und stürze dich in den Trubel der Menschenmassen, die hier durch die Gegend wabern. Nein, tun sie natürlich nicht, aber ja, also ich bin auf jeden Fall nachher mal da. Da ist nämlich ein toller Steinestand und bei dem habe ich dann hier zum Beispiel auch diesen Kristall hier geschenkt bekommen. Also nicht vom Steinestand, aber war ein Geburtstagsgeschenk von diesem Stand halt. Und deswegen, ja, super schön, super schön, super schön, tolle Qualität. Auf geht's, ihr Lieben, in eine neue Runde des Kartenlegens jetzt auf jeden Fall erstmal. Gut. Okay, also, was haben wir hier für die nächste Woche für Energien? Vom 20. bis 26.06.2023. Was ist hier die Botschaft für uns für die nächste Woche? Was geht hier ab? Welche Energie möchte sich zeigen? So, schauen wir mal. Oh, da fliegt eine raus. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir den Buben der Schwerter. Lass mal kurz überlegen, ob das wirklich der Bube ist. Ja, er hat zwar einen Helm auf, aber warte mal, ich gucke doch glatt mal hier in meinem. Also bei denen, da bin ich tatsächlich immer nicht so ganz sicher. Dort, ja, okay, also die Ritter, guck mal, die haben so ein Pferd da oben. Also ja, es ist der Bube der Schwerter. Der Bube der Schwerter, der steht für möglicherweise neue Erkenntnisse. Das sind Chancen und Möglichkeiten, die uns von außen gegeben werden, die sich auftun, Impulse und so weiter. Es kann auch ein handfester Streit sein tatsächlich, weil die Schwerter sind natürlich durchaus auch ein bisschen kampflustig manchmal. Also wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht, kann der Bube da unter Umständen ganz weit vorne sein. Es kann auch sein, wie gesagt, dass auch durch Auseinandersetzungen neue Erkenntnisse auf dich zukommen. Und du sagst, ja, Mensch, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt zerbeiße ich es und jetzt weiß ich, wie es weitergeht zum Beispiel. Dinge werden geklärt, weil die Schwerter, das Luftelement, steht natürlich für den Verstand, steht für die Kommunikation. Das ist die Zwillinge, Waage, Wassermann-Energie. Und ja, wir leben ja eh in einer Zeit, wo momentan viel sich die Spreu vom Weizen trennt und viele Konflikte da sind, auch mit uns, in uns, weil eben auch die Abteilung Pluto rückwärts laufend natürlich jetzt auch ganz aktuell ist. Also wir haben ja gerade den Pluto wieder rückwärts laufend im Zeichen Steinbock seit dem 11.06. Und da kann es wirklich zu inneren Konflikten kommen in deinem ganz persönlichen Bereich, weil der natürlich, der Pluto ja auch bei dir im Geburtshoroskop sichtbar ist. Also nicht, wo du den Pluto im Geburtshoroskop hast, sondern wo du Steinbock und Wassermann hast, beziehungsweise jetzt Steinbock, da wirkt der Pluto sehr stark und ist halt transformierend und holt den ganzen Mist nach oben, der da transformiert werden möchte. Also sprich, je offener du natürlich bist mit deinem Herzen, mit deinem So-Sein, mit deinem deiner Intuition, je mehr du offen bist für Neues, wo die Seele dich auch hinführen möchte, desto besser, denke ich, kommen wir durch diese Zeit auch durch. Dann heißt das nicht, dass es unbedingt super unangenehm wird, aber wir sind nicht im Widerstand, wenn wir uns für den Weg der Seele entscheiden. Dann ist der Widerstand weg, wir können Altes besser loslassen, was auch uns nicht mehr dienlich ist, und dann darf die Reise weitergehen. Also klärende Impulse, die möglicherweise nächste Woche dann eben für den einen oder anderen dabei sind. Okay, schauen wir mal. Was haben wir noch? Upsala, da haben wir die vier Schwerter. Die vier Schwerter. Ich zeige sie dir gerne mal so rein, dann siehst du ein bisschen dichter kurz. Also die vier Schwerter, das ist die Karte des Rückzugs und der Heilung. Also möglicherweise wird durch die Klärung des Buben der Impuls, die Chance, die Möglichkeit, die da entsteht, die auf dich zukommt, führt zu Heilung, führt zu Rückzug, führt wirklich zur Innenschau. Der Ritter, der also aus der Schlacht nach Hause gekommen ist und sich erstmal zur Ruhe bettet und seine Wunden leckt, hätte ich was gesagt. Also so auch da wirklich sich
sehr mit sich selbst beschäftigt, sozusagen für sich selbst da ist, sich selbst in die Ruhe begibt, damit die Dinge vielleicht auch sacken können. Und möglicherweise ist es hier hoch hergegangen beim Buben der Schwerter, sodass dann auch ein bisschen Ruhe und Rückzug angesagt ist. Sich klar werden darüber, über das vielleicht, wie es weitergeht. Möglicherweise hat dieser Bube der Schwerter ganz neue Türen aufgemacht und ja, und auch neue Wege sozusagen. Und da geht es jetzt erstmal darum, wenn Erkenntnisse natürlich auch dann so plötzlich unerwartet möglicherweise kommen, dass einem das so wie Schuppen aus den Haaren fällt, dann ist dann auch schon manchmal da Durchatmen angesagt, Rückzug angesagt und erstmal sich klar werden, wie es weitergeht, angesagt. Ne? Okay. Die 4 heißt ja auch immer, 4 heißt quadratisch praktisch gut, 4 heißt Rahmen geben, 4 heißt Stabilität und Sicherheit auch, also dass man die erstmal natürlich wieder in sich dann findet. Ne? So, also wenn man da sehr aufgewühlt ist oder so. Vielleicht gibt es eine Situation, die dich wirklich sehr aufwühlt nächste Woche und ja, dann gehst du erstmal medias res, zack. Was haben wir noch hier nächste Woche? Vom 20. bis 26. Juni 2023. Nee. Ach, guck mal, noch eine 4. Den Herrscher, der guckt hier ein bisschen grimmig. Ich finde, der sieht immer so ein bisschen echt. Guck mal. Tada! Okay, der ist also wirklich sehr grimmig unterwegs. Aber nur auf diesem Bild. So, also der Herrscher, da haben wir wieder die 4. Es geht um Stabilität, um Sicherheit, um Ordnung, um Disziplin, um einen Rahmen sich bauen. Ganz klar zu entscheiden, ich bin der Herrscher, ich sage, wo es lang geht. Ich ja, ordne mich vielleicht neu. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man das hier mal so sieht, dass hier ist der Impuls, hier ist dieses nach innen gehen und sich darüber klar werden und heilen und so weiter und so fort, um dann letztendlich aus dieser Situation heraus dann vielleicht eine neue Struktur zu schaffen, eine neue Ordnung zu schaffen, ein neues Konstrukt zu schaffen für dich, für dein Leben. Das hat was von Neuordnen hier mit den 4 Schwertern und er sagt halt, okay, da geht die Reise lang. Wir haben hier natürlich, das siehst du ja auch oben, Hörnertiere und das heißt, da geht es wirklich um Stärke, da geht es um, warte mal, ist das jetzt ein Steinbock oder ein Widder? Ich glaube, das ist ein Widder da oben, ne? Da ist natürlich, da geht es neu los, da ist eine Neustartenergie, um sich selbst neu zu sortieren, sich selbst neu auszurichten, eine, wie gesagt, neue Ordnung und Stabilität zu schaffen. Okay, was haben wir noch? Interessant. Also ist es ja oft so, dass wir erstmal richtig aufgewühlt werden müssen. Wir müssen erstmal richtig durchgewalkt und durchgerührt werden, damit wir überhaupt sehen, was noch da so unten eigentlich im Gefäß war. Und das darf dann auch mal sichtbar werden. Und dann können wir entscheiden, ist das Kunst oder kann das weg? Dient uns das noch oder darf das wirklich gehen jetzt? Und upsala. Nee, da sind ein paar viele Karten raus. Nee, das sind 2. Okay, die nehmen wir doch mal. Aber ich muss mal eine andere Karte wieder hochholen. Ja, die sind so rausgeknallt, die muss ich wohl nehmen. Ne? Ja, und es sind erfreulicherweise sehr schöne Karten, wie ich finde. Also wir haben hier einmal die 6 der Stäbe, das ist die Karte des Sieges, und dann haben wir die 10 Kelche. Mehr Kelche geht nicht. Ja, und da haben wir also der Sieg, den Friede, Freude, Eierkuchen, Tanz und die Freude. Und also das, was hier im Vorwege passiert, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn der Rückzug, oh, wenn da was schmerzhaft ist und so weiter, du gehst als Sieger hervor. Das Ganze wird erfolgreich und erfüllend, weil die 10 Kelche ist natürlich Emotion. Es sind, wie gesagt, mehr als 10 Kelche geht nicht. Das ist die totale Erfüllung, das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Herzelein ist sehr beglückt. Und natürlich, wenn man hier einen Sieg errungen hat, wie man ja so sagt, hier ist wirklich eine sehr erfreuliche Situation. Sieg ist dann, ja, muss man natürlich nicht unbedingt so sehen, dass man jemanden platt gemacht hat, sondern einfach nur, dass man seine alte Situation überwunden hat. Man geht siegreich hervor, man hat es umgesetzt, man hat vielleicht hier die Struktur neu sortiert, gemacht, getan und dann stellt man fest, wow, das war genau richtig so. Und es erfüllt.
es erfüllt sehr, es macht glücklich sozusagen. Also das ist auf jeden Fall, wenn man das so sieht, wie ein Verlauf, dass erstmal das Sodom und Gomorra, hätte ich fast gesagt, also der Bube der Schwerter, der wirklich klärende Impulse reingeben kann, bis hin zu einem wirklich handfesten Streit. Und ja, dann geht es um die Heilung, es geht um die Neusortierung, die Neuordnung, um dann siegreich und erfüllt daraus hervorzugehen. Das ist doch mal eine schöne Geschichte. Ja, niemand sagt, dass es unbedingt immer so leicht ist, ne? Ja, was haben wir am unteren Kartenrand? Am unteren Kartenrand haben wir noch eine 6. Wir haben hier die 6 Stäbe, jetzt haben wir hier die 6 Kelche. Auch eine wunderschöne Abbildung, wie ich finde. Und die 6 Kelche, da geht es immer um die Vergangenheit, da geht es um den Rückblick, den wohlwollenden Blick in die Vergangenheit. Also vielleicht machst du hier wirklich Frieden mit der Vergangenheit. Vielleicht schließt du etwas ab in der Vergangenheit, was dir mal viel bedeutet hat, was dann aber irgendwie jetzt halt erledigt ist. Es kann auch sein, dass du einen Blick in die Vergangenheit wagst, und sagst, hey, da ist noch was, was jetzt wieder aufleben darf. Ein Wunsch aus der Vergangenheit, ein Traum aus der Vergangenheit. Etwas, was du dir wirklich mal gewünscht hast und dich nie getraut hast, umzusetzen. Möglicherweise ist es genau das Ding hier, ne? Dass du aus den alten Strukturen dich rausarbeitest sozusagen, um dann das, was du in der Vergangenheit sowieso schon lange mal wolltest, endlich in die Umsetzung gebracht hast. Sieg und Erfüllung, ne? Hier neue Struktur und so weiter. Es ist aber auch möglich, dass wir Frieden mit der Vergangenheit machen und dass wir das abschließen, dann kommen wir auch in eine neue Struktur, eine neue Ordnung. Und das ist natürlich ein sehr befreiendes Gefühl. Und dafür ist es möglicherweise auch wichtig, dass man hier erstmal so eine kleine Kampfnummer durchlebt, damit man da dann auch wirklich richtig Klarheit hat. Und vielleicht muss es auch richtig krachen, damit man da loslassen kann. Ich sage dir, ich empfinde das hier gerade nicht so. Es ist eine Deutungsmöglichkeit, weil er sieht natürlich sehr harmlos aus hier, ne? Der Bube der Schwerter. Es gibt andere Abbildungen, da ist er ein bisschen krasser unterwegs. Aber es hat für mich hier tatsächlich eine sehr klärende, sehr unterstützende Energie. Und dass einfach hier Chancen zur Klärung kommen. Aber das wirst du dann natürlich, wenn du damit in Resonanz gehst, für dich selber natürlich auch herausfinden. Ja, okay, das ist so das. Wollen wir mal gucken, was wir noch hier haben. Ich gehe mal einmal kurz an den und nochmal da drunter. Die 4, guck mal, schon wieder die 4. Es geht wirklich um Neuordnung. Es geht um Stabilität, es geht um Sicherheit und ich vermute eine neue Stabilität, eine neue Sicherheit, die du dir schaffst. Und vielleicht gibt es auch etwas, ich habe jetzt das Wort Verteidigung so im Kopf, also dass er hier mit dem Buben der Schwerter, dass er seine Sicherheit, seine Stabilität verteidigt und dementsprechend sich von eben auch alten Mustern, 6 der Kelche, befreit. Und vielleicht gibt es schon eine Stabilität, aber vielleicht gibt es auch etwas, an was du dich festklammerst, was du noch klammerst und wo du nicht loslässt, wo du sagst, nee, das möchte ich noch nicht und hin und her, das ist mir zu unsicher, das ist mir zu riskant. Und ja, aber wir leben in einer Zeit, wo definitiv schon mal gar nichts mehr sicher ist. Und das war es noch nie, weil wir wissen noch nicht mal, was in den nächsten 10 Minuten passiert. Und das nicht nur in dieser Zeit, sondern auch schon 1980, 81 und so weiter. Also schon immer. Und deswegen lass einfach los, was dir nicht mehr dient. Es macht keinen Sinn. Dadurch behinderst du dich nur selbst in deiner eigenen Entwicklung. So, ne? Also immer hübsch Frieden machen und weitergehen. Genau. So, was haben wir noch hier? Wir haben hier für die Woche, möchte ich noch ganz gerne wissen, wo gibt es hier noch einen Hinweis? Ach, auf die 6 Kelche. Na, guck mal einer an. Überraschung. Ist das nicht spannend, wie die hier so rausgeschossen kam? Also nochmal, ne, guck, es geht um die Vergangenheit, es geht dabei um den wohlwollenden Blick, also natürlich einen friedlichen, einen friedliebenden, einen versöhnlichen Blick in die Vergangenheit. Also schau mal, ob da etwas ist, wo du aufgefordert wirst, nochmal genauer hinzugucken, wo du vielleicht noch mit Menschen etwas klären darfst. Klärung, Bube der Schwerter.
auf eine liebevolle, friedliche Art und Weise. Es ist ja auch ganz wichtig, dass wir nicht dem anderen im Kampfmodus irgendwas über die Rübe ziehen, sondern dass wir einfach auch ihn so sein oder sie so sein lassen, wie er oder sie halt ist, weil jeder darf so sein, wie er ist. Und wenn er noch so in unseren Augen beknackt ist, trotzdem ist derjenige da, wie er ist, und er darf so sein. Und er hat alles Recht der Welt dazu, genauso wie du das Recht hast. Alles Recht der Welt dazu hast, so zu sein, wie du bist. Da sind sicherlich auch nicht alle mit einverstanden, aber das muss es auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist für dich, wie bist du innerlich aufgestellt? Bist du im Frieden? Bist du in Harmonie? Bist du in der Liebe? Oder bist du im Kampfmodus? Bist du im Widerstand? Bist du eher so in der destruktiven Gedankenwelt unterwegs? Also schau genau in dich rein. Es ist immer so, wir haben immer so viel mit uns selbst zu tun. Also da andere zu verurteilen und abzuwatschen und zu sagen, hey, was du machst, ist nicht richtig. Das musst du so machen, wie ich das für richtig halte, ist natürlich der allergrößte Blödsinn. Und da sollten wir langsam mal wirklich hinkommen. Wir haben mit uns so viel zu tun, unsere eigenen Themen zu bearbeiten, unsere Gedanken auch zu kontrollieren, wenn man das mal so sagen möchte, nämlich, wie denkst du? Denkst du positiv oder denkst du überwiegend negativ? Und zwar sehr bewusst mal sich machen, was denkt es eigentlich da den ganzen Tag in mir? Und das machst du nicht nur einen Tag, sondern das machst du mal ab jetzt zur Gewohnheit, weil da wirst du nämlich sehr überrascht sein, wie in Kleinigkeiten du negativ abschweifst, und mach dir das mal bewusst. Und diese Dinge, die schwächen unser System, die schwächen unser System sofort. Da ist keine Zeitverzögerung. Ich hatte das in einem Telegram-Post neulich geschrieben, dass ich das in einem Vortrag mal gemacht habe. Habe ich mir zwei Leute nach vorne geholt. Und dann ging das los. Der eine hat die Arme ausgebreitet. Hier sind wir im kinesiologischen Test. Ich habe immer ein Problem mit dem Wort. Und da haben wir den Armtest gemacht. Und nur alleine, dass derjenige einen falschen Namen gesagt hat. Also meinetwegen hieß er Michael und hat dann gesagt, ich heiße Peter. Ja, und sofort haben die Arme eine Schwächung angezeigt bei Nachdruck. Also selbst in den kleinsten Kleinigkeiten, die in Disharmonie sind, also wenn wir falsche Sachen sprechen, Lügen, Ausreden etc. pp., schwächt es unser System sofort. Und zwar unser System, nicht das eines anderen. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, negativ über andere Menschen zu denken, weil es schadet letztlich nur uns selbst. Und beschäftige dich lieber mit dir, mit deinen Dingen, was in dir ist. Geh in die Freude, geh in die Liebe, lass den anderen Scheiß los, kümmere dich nicht um das, was im Außen ist, tatsächlich nicht, sondern überprüfe nur, was ist jetzt der nächste Schritt, der zu tun ist. Und vor allen Dingen immer, bin ich in der Harmonie, bin ich in der Liebe, bin ich in der Balance? Wie möchte ich denn meinen Tag heute gestalten? Was möchte ich denn was möchte ich heute sehen? Und da möchte ich sicherlich nicht, wenn ich mir das überlege, sagen, ach, ich möchte schreckliche Dinge erleben, ich möchte Streit erleben und so weiter. Also es liegt immer an uns, was wir aussenden, was wir dann auch bekommen. Und wenn die Situation kommt, wie gehen wir damit um? Um was geht es noch in dieser Woche? Wo geht es nochmal ein Augenmerk hinzulegen? Also, die 6 Kelche sind wohl ziemlich präsent für einige. Schauen wir mal. Der Blick in die Vergangenheit. Was haben wir? Upsala. Ist ja der Hammer. Hast du das gesehen, wie die rausgeknallt kam? Da haben wir den König der Stäbe. Der König der Stäbe, das ist der König der Leidenschaft. Der ist aber auch natürlich total verantwortlich für das und was er tut. Also der ist, Königsenergie heißt immer ganz weit vorne, ganz weit oben. Auf dem Thron sitzend, selbstentscheidend, verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst. Feuer heißt hier Widder, Löwe, Schütze Energie. Das ist ein König, der geht nicht einfach, der sagt nicht einfach nur, auch man könnte mal, sondern der macht, der geht in die Umsetzung. Also komm in deine Eigenmacht, komm in die Umsetzung, wenn du jetzt gerade vor Dingen stehst und vielleicht nicht so richtig weißt. Vielleicht hat dich auch etwas aus der Vergangenheit noch ausgebremst und jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt geht's los, jetzt gehe ich nach vorne. Also möglicherweise kommst du nächste Woche tatsächlich mit bestimmten Dingen mehr ins Tun, indem du etwas Altes vielleicht sogar abschließt. Oder du hast grundsätzlich jetzt gerade irgendwie die Chance, die Möglichkeit, durch geklärte Geschichten, das ist ja ganz wichtig, und durch die Heilung, durch dieses, ich habe vielleicht eine zündende Idee und ja, und jetzt gehe ich nach vorne Stäbe, ne? Stäbe auch hier wieder extrovertiert, König extrovertiert, weil männliche Energie, dass du dann halt eben jetzt tatsächlich in die Umsetzung kommst mit etwas. Ich weiß gar nicht, ob der Satz jetzt so vollständig war, den ich gesagt habe.
Boah, egal. Also, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und am unteren Kartenrand haben wir hier wunderbarerweise das Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter, das ist eine Chance, eine Möglichkeit, eine Qualität, ein Potenzial, was in uns liegt und entdeckt und entfaltet werden möchte. Das drängt sich nicht auf. Also, das ist etwas, da geht es tatsächlich hier vier Schwerter, Hinweis auf die Innenschau. Geh nach innen, da ist dein Potenzial. Und entscheide dich dafür ja zu sagen. Dein Potenzial möchte gelebt werden, dafür bist du hergekommen. Ja, und deswegen diese ganzen Geschichten, diese ganzen Stress und Gesch Dinger, die uns da im Weg stehen, die Barrieren, die uns in den Weg gelegt werden, ich sag mal so, die Staudämme, die so im Fluss des Lebens, die wir da einbauen durch unsere Gedanken, durch unsere Überzeugung, die gilt es halt jetzt mal wirklich aufzulösen. Also nimm dein Schwert in die Hand, dein Schwert der Erkenntnis, dein Schwert des eigenen Potenzials und lebe es. Ja, und entdeck, entfalte es vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also dafür ist immer eine Entscheidung natürlich auch notwendig, sich für sich selbst zu entscheiden, für die eigenen Bedürfnisse. Wo möchte dein Herz dich hinziehen oder hinschieben? Ne? Wo ist jetzt der Seelenweg? Und einfach Ja dazu sagen, ist schon mal eine gute Idee. Das ist ein guter Anfang. Also Ja dazu sagen, was möchte die Seele? Wo geht die Reise für mich hin, ist definitiv eine gute Geschichte. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich gucke mal hier ein mit dem Lenormand, mal, ob wir einen Themenbereich bekommen hier. Was haben wir noch für eine Botschaft? Worum geht es? Welche Energie möchte sich noch zeigen für die nächste Woche vom 20. bis zum 26. Juni 2023? Ja. Schau mal, was haben wir hier? Mountain, der Berg. Okay, es könnte herausfordernd sein. Es könnten Probleme, in Anführungsstrichen, Probleme sage ich ja immer gerne. Da ist dieselbe Pro drin, da hast du also ein für dich. Und ja, es ist tatsächlich so. Es ist wirklich so, jede Herausforderung, jedes Problem, was wir als solches bezeichnen, ist ein Widerstand, logischerweise. Und diese Widerstände gilt es zu überwinden, indem wir Erkenntnisse haben, indem wir neue Erkenntnisse haben, indem wir erkennen, dass es uns auf eine Art nicht dient. Es ist der Hinweis auf alte Muster, auf alte Gedanken, auf alte Gedanken, Muster, Überzeugungen und so weiter und so fort. Und der Berg sagt hier, du stehst vor einer Herausforderung. Und es kann sein, dass es eine große Herausforderung ist. Aber es ist auch hier etwas, wo es natürlich wieder darum geht, okay, wenn da diese Herausforderung kommt, wie gehe ich damit um? Und das sicherlich hier der Hinweis auf den Herrscher, Struktur, Disziplin, Ordnung. Also möglicherweise hast du hier zwar einen Berg, den du vor dir siehst, aber das kann natürlich auch Spaß machen, ne? Das ist ja nicht einfach nur, dass wir sagen, oh, ich habe ein Problem, oh, wie doof. Nein, es ist auch eine Herausforderung, in die Meisterung dieser Herausforderung zu gehen. Es ist Freude. Es kann, habe ich gesagt, es ist eine Herausforderung, in die Herausforderung zu gehen. Das ist gerade sehr spannend, wenn ich so diese Informationen so durch mich durchlaufen lasse, die ich hier bekomme, dann habe ich manchmal direkt eine Sekunde danach schon wieder keine Ahnung, was ich gesagt habe. Das ist echt spannend. Also, es kann auch eine Freude sein, die Herausforderung anzunehmen, die da kommt, das ist vielleicht besser formuliert. Und wenn ich hier sehe, die 21, da haben wir natürlich, kannst du hier ganz gut sehen, ne? 21, so. Der Berg hat die Nummer 21 im Lenormand, das ist zusammengenommen eine 3. Da geht es natürlich schon um Aktivität, da geht es um Kreativität, da geht es auch um Freude, Spielen. Und da geht es auch definitiv darum, das Ganze mit Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit umzusetzen. Denn nur so funktioniert es. Es funktioniert nicht mit Schwere. Es funktioniert nicht mit sich drin verbeißen. Es funktioniert immer nur mit Leichtigkeit. Und ja, vielleicht, wie gesagt, hast du auch etwas Neues vor, wo du sagst, oh, da weiß ich jetzt noch gar nicht, wie ich das alles bewältigen soll. Ja, mit Leichtigkeit, ne? Also ganz, ganz wichtig tatsächlich. Leichtigkeit ist ein tolles Tool. So, jetzt möchte ich gerne noch eine Steinekarte haben hier. Was haben wir noch für einen Hinweis, eine Unterstützung, eine Energie für die nächste Woche mit den Steinen?
Ja, wir haben herausfordernde Zeiten ohne Frage, aber wie gesagt, man muss es auch nicht überdramatisieren, weil letzten Endes kann uns nichts passieren. Wir sind unkaputtbar. Wir sind geistseelische Wesen inkarniert in diesem Körper, um genau diese Erfahrung zu machen. So, aber letzten Endes, irgendwann steigt die Seele aus dem Gefährt namens Körper wieder aus und dann geht es weiter. Also, ne, das ist der Verstand, der das überdramatisiert, der immer gleich Panik schiebt und irgendeinen Blödsinn erzählt. Nimm das bitte nicht so ernst. Du musst dir nichts glauben, was es dir da oben erzählt. Überprüf das alles, stell das in Frage. Vielleicht gibt es eine andere Lösung, aber öffne dich für neue Möglichkeiten. Was haben wir noch die nächste Woche hier? Upsala. Den Granaten. Ignite your passion. Passion, ja, geh in deine Leidenschaft. Prüfe, was ist das, was dein Herz wirklich möchte, und dann entscheide dich dafür. Da haben wir hier den Sieg, da haben wir hier die 10 Kelche. Grandios. Also im Grunde genommen, wenn du jetzt deine Leidenschaft lebst, wenn du sagst, ja, da gibt es tatsächlich etwas, wofür mein Herz brennt, dann mach es. Der König der Stäbe, auch wenn er hier so gerade ganz abgeklärt sitzt, ist tatsächlich auch einer, der eben seine Leidenschaft lebt. Feuer, es ist Feuerqualität. Da geht natürlich echt der Punk ab, ne, unter Umständen. So. Dann möchte ich ganz gerne noch eine Karte haben hier von der liegenden 8. Das ist ja auch tägliche Impulse für die innere Meisterschaft. Ja, und wir sind dabei. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Dumti, 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 dum. So, aber dann kannst du es immer noch sehen. Ja, so funktioniert es. Genau. Also, was haben wir noch? Eine Botschaft bitte von der liegenden 8 für die Woche. Ahnen. Das ist genial, weil, oder spannend auch, weil wir haben natürlich den Hinweis mit den 6 Kelchen in der Blick in die Vergangenheit. Ich achte das wertvolle Erbe meiner Ahnen. Meine Vorfahren sind mir immer nah und ich freue mich über ihre positive Unterstützung für mein Leben. Wow. Ja, also das kann sein, dass es eben auch für den einen oder anderen tatsächlich jetzt wirklich in die Vergangenheit geht, tatsächlich, dass du noch Ahnenthemen klären musst. Vielleicht hast du noch ein Thema mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit alten Verhaltensweisen, Erwartungshaltung, irgendetwas in der Richtung. Aber was eben auch schön ist, ich achte das wertvolle Erbe meiner Ahnen, weil die haben uns natürlich nicht nur ein paar Dinge, sage ich mal, mitgegeben, die uns einfach immer vor irgendwelche Schwierigkeiten stellen, sondern es gibt natürlich auch ganz wundervolle Dinge, die sie uns mitgegeben haben. Und dieses Erbe gilt es zu ehren. Also ehre das Wundervolle, ehre das, was sie dir mit in dein ganzes So-Sein mitgegeben haben. Und achte es, ehre es. Und das, was da jetzt herausfordernd vielleicht sein könnte für dich, kann eben auch natürlich von dir geklärt werden. Warum nicht? Es kann auch sein, dass du das als Teil deiner Seelenaufgabe mitgenommen hast, dass du, ich glaube, das ist nämlich auch bei ganz vielen, die jetzt zum Beispiel als zweiten, dritten Vornamen immer so, ja, das ist von meiner Oma, der Name ist von meinem Opa und so weiter. Das sind dann auch vielleicht von deiner Seele aus, war es die Bereitstellung, die Bereiterklärung, das sich bereit erklären, demjenigen in seiner Entwicklung energetisch zu unterstützen, indem du sagst, okay, ich löse das mit für dich in dieser Inkarnation. Weil die Namen sind kein Zufall. Und glaub bloß nicht, dass deine Eltern dir deinen Namen tatsächlich ausgesucht haben. Das hast du selber gemacht. Weil jeder Name hat Buchstaben, jeder Buchstabe hat eine Schwingung, eine Frequenz. Hier ist nichts zufällig, wirklich gar nichts. Und deswegen ist es auch ganz spannend, wenn man da mal in die Tiefe ein bisschen schaut. Was bedeutet mein Name und ja, welche Qualität, Energiequalität hat er denn eigentlich? Also das nur mal so am Rande. Ist ein spannendes Feld, sage ich dir. Ja, und jetzt hätte ich ganz gerne ganz zum Schluss eine einzige Karte noch, und zwar hier von Herrn Tepperwein, weil Intuition ist was Wichtiges, ne? Stärken wir mal unsere Intuition. Mal gucken, was wir für einen Hinweis hier bekommen. Was bekommen wir noch für einen Hinweis für die nächste Woche vom 20. bis zum 26. Juni 2023? Aha. Oh ja, Dankbarkeit, sehr schön. Ich bin voller Dankbarkeit. Ich bin dem Leben dankbar, dass es mich an die Hand nimmt und führt. Gerne nehme ich seine Geschenke an, die sich in allem und überall verstecken. Es gibt nichts, das sinnlos oder wertlos ist. Alles ist wertvoll und hat den Wert, den ich ihm verleihe. Danke, dass ich das erkennen und spüren darf. Wundervolle Botschaft. Ja, auch unsere
Themen, unsere Probleme, unsere Herausforderungen, die wir so haben, die wir jetzt massiv aufgefordert sind, natürlich auch zu lösen. Auch das hat alles einen Sinn und immer wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Gehe ich in den Kampfmodus oder gehe ich in den Erkennungsmodus und sehe meinen Anteil daran und sehe, dass ich der einzige Verursacher für alles in meinem Leben bin. Und das ist ganz wichtig, weil das öffnet Türen und das nimmt ganz viel Druck raus. Und da kann sich wirklich rein entspannen hier, vier Schwerter, da kann man in die Heilung nämlich gehen. Und insofern, ja, könnte wieder mal eine sehr spannende Woche vor uns liegen. Ich bin sehr gespannt, auch hier über den Berg, ne, was da mal so kommt und was für Herausforderungen da sind. Aber trotzdem, wir haben auch hier den Sieg, wir haben die 10 Kelche. Also das ist doch eine, sieht nach sehr viel Aufregung aus, aber letztendlich mit einem Happy End. Ja, so wollen wir das, oder? Ich danke dir von Herzen fürs Zuschauen. Gerne liken, kommentieren, Kanäle abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe dir.